Erstmal gucke ich mir die ganzen Quests hier an. Habe ich eigentlich nicht. Warte mal, wie viele Quests habe ich gerade aktiv? Ah, nicht inaktiv. Was mache ich da? Tief. Ich glaube, ich muss mal Quests abarbeiten. Ich will die Klamotten auch haben! Omegas Einladung, nein, danke. Das scheint ein Dungeon zu sein. So, Platz da! Ich hab's eilig! Ja, das ist eindeutig ein Dungeon. Ich hoffe, die erhöhen mal die Anzahl der Aufträge, die man annehmen kann. 30 ist mir momentan ein bisschen wenig. Tempel der Faust ist nun zugänglich. Nice! Ja, wir haben einen neuen Dungeon! Das entferne ich mal. Na, dann guten Hunger, Vapor. Essen sollte ich vielleicht auch mal. So, ich glaube, ich arbeite. Ich werde erstmal noch so ein bisschen die Quests machen und arbeite ich mal andere Quests ab. Was zum Schattenboxen als Emote will ich haben? Was? Was? Ich hab doch gerade was weggeschmissen. So, jetzt aber.様子を見に来てくれたの。アラミ語での決戦が終わってから少しずつだけど新しい国づくりが始まっているんだ。だけどこれがまた難題だらけでさ。ヒエンっていう主君がいるドマとは違ってアラミ語には絶対的な指導者がいないからね。 帝国侵攻以前はアラミ語にも王様がいたんだけど、最後の王テオドリックがとんでもない暴君でさ。だからアラミ語では
Demokratie! Ihr wählt einen Anführer! So einfach ist das! しばらくはナウバーンたち同盟軍の力を借りながら話し合いを重ねて新体制の方向性を決めていく感じだね。その関係で今日もこれから市街地の方で会合なんだ。Obwohl, wir wissen ja alle, Murasaki besteigt den eisernen Thron. 大変だけど、アラミゴの未来を決める大切なことは。 Da gibt's nichts zu rütteln. 頑張らないとね。 それじゃあ、ナーゴ。 警備の方は任せたから、よろしく。了解です。お、いいところに。ちょうど探していたんだ。はい、フリック。そう、身構えないでくれよ。何、悪い話じゃないって。ただ。 Dem eisernen Thron war vor. Ob man Hauptquests abbrechen kann, ich glaube nicht. Nebenmission ja, Hauptquests nein. Hanashi ってのは新しい冒険のことさ。俺たちは暁の一員ではあるけれど、その前に一人の冒険者だろ。悲願だったアラミゴの奪還にも成功し、帝国との戦いにも一つの区切りがついたんだ。そろそろ冒険に勤しむのも悪くないと思わないかい？そこで、とっておきの情報を仕入れてきたんだ。アルフィナを交えて3人で挑戦してみようぜ。Na gut, ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun. Weiß ich gerade nicht. Also gut, dann werde ich Akilo mal von unserem Vorhaben berichten. Wir treffen uns in der Nähe des Ätheriten. Bis später, Murasaki. Lol, wo kommt der denn her? Hat der sich hier ausgelockt und die ist gerade eingeloggt? Ploppt da einfach einer auf. Vom Bruderschaft, da muss ich ja auch mal mit der die Leute losschicken, damit ich ja auch mal endlich erste Schlangen irgendwas werde. Hallo Murasaki. Achenwald meinte, ihr plant ein großes Abenteuer. Du kommst aber auch wirklich nicht zur Ruhe, was? Worum geht es dir diesmal? Das erkläre ich am besten nicht. Werd leider ein wenig ausholen müssen. Aber ihr seid ja gute Zuhörer, nicht? Wer einschläft, muss das Gepäck der anderen schleppen. Nur damit das klar ist. Also, die Geschichte beginnt vor dem Einmarsch der Galea, als Alamigo noch von König Theoderic regiert wurde.
Der Tyrannenkönig? Wenn man dem Richten glaubt, war er fast schlimmer als die Galea. Allerdings, er war erbarmungslos. Die Mönche von Ralgas Haus hatten unter seiner Verfolgung massiv zu leiden. Sogar vor der Zerstörung ihres Haupttempels hat er nicht Halt gemacht. Am Ende seiner Regierungszeit wurde er dann auch noch paranoid und ließ alle Mitglieder der Königsfamilie, die auch wohl entfernt ein Anrecht auf die Thronfolge hatten, zum Tode verurteilen. Das ist ja schon fast wie bei Game of Thrones hier. Nicht aber ohne sie vorher, um ihre Reichtümer zu erleichtert zu haben. Sie wurden angeblich in seinen Palast geschleppt und dort gehortet. Und so war die Legende vom Schatz des Tyrannen geboren. Ah, ich verstehe. Verstehe, unser Abenteuer läuft dann wohl darauf hinaus, zu überprüfen, ob an der Legende was daran ist, richtig? Du hast es erfasst. Aber auf die Idee sind doch sicher schon andere gekommen. Klar, ein ganzer Haufen. Nach der Befreiung haben unzählige Glücksritter den Palast auf den Kopf gestellt. Allerdings vergeblich, der Schatz des Tyrannen war unauffindbar. Und irgendwann verloren die Leute die Lust. Ganz im Gegensatz zu dir, wenn ich das Glänzen in deinen Augen richtig interpretiere. Gute Frage. Am besten das, worauf du am meisten Bock hast. Allerdings wäre doch gelacht, wenn wir drei Haudegen den Schatz nicht heben würden, oder? Ich zähle auf euch, Freunde. Was hast du im Mund? Schattenboxen gelernt? Komm her, so alt wie nur, du musst jetzt leiden. Warte, so, komm her, ihr Bären ins Gesicht und nochmal hier, zack, zack. Das scheint so ein Endlos-Emote zu sein. Kann man beim Schattenboxen die Pose ändern? Ich glaube nicht. Nee, man ändert nur diese Pose. Oh, mein Internet schwankt heute auch schon wieder. Es ist... Oh, schon wieder im roten Bereich. Ich hasse es. Oh, wir dürfen nicht her... uns ein Essen aussuchen. Nice. Die Kunde von der Befreiung Alamigos und Domas hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Auch in anderen gallischen Provinzen regt sich nun Widerstand. Insbesondere in Dalmasca ist die Lage angespannt. Dalmasca? Ist das nicht der Ort aus Final Fantasy XII? Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass Dalmasca in Final Fantasy XIV hier betretbar ist. Weil der Ort mir gerade nichts sagt, außer dass er aus Final Fantasy XII stammt. Oder irre ich mich? Ich könnte mich auch irren. Und ich verwechsel das mit einer anderen Stadt. Es gibt so viele Final Fantasy Teile.
Vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass wir in nächster Zeit etwas vom Kaiserreich zu befürchten haben. Und gegen ein kleines Abenteuer nach all den bitteren Kämpfen hätte ich ehrlich gesagt nichts einzuwenden. Was hast du bislang rausgefunden, Arenwald? Dass wir am besten mit einer gründlichen Recherche anfangen. Die Schatzjäger vor uns haben sich, gierig wie sie waren, einfach blindlings in den Palast gestürzt und sind leer ausgegangen. Wir sollten uns umhören und schauen, ob wir nicht ein paar vielversprechende Hinweise finden. Wie heißen? Du hast doch überhaupt nichts herausgefunden. ja, so könnte man es auch sagen. Verstanden. Wir beginnen also bei Null. Ich werde mir in den Archiven der Allianz die konfiszierten galläischen Aufzeichnungen ansehen. Sollten die Besatzer nach ihrem Einmarsch auf den Schatz gestoßen sein, ist das mit Sicherheit irgendwo verzeichnet worden. Ich schlage vor, dass ihr in der Zwischenzeit Leute befragt, die während Theoderics Herrschaft im Palast gearbeitet haben. Alle Megiden über 40 könnten potenziell etwas wissen. Jeder Hinweis kann wertvoll sein, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Arnold, du übernimmst das Grenzland und die Zinn. Murasaki kann sich vielleicht im Megischen Wohnviertel umhören. Guter Plan, Alfino. Ein Glück, dass wir dich mit an Bord haben. Wenn wir mit unserer Suche fertig sind, treffen wir uns am Gilbadestor im Migirischen Wohnviertel. Einverstanden. Ja, ich wusste es doch. Ich habe nämlich gerade mal nachgegoogelt. Dalmasca ist wirklich ein ist ein kleines friedliches Königreich in der Welt Ivalis. Sprich, vielleicht werden wir sogar, obwohl. Wow, Killer. Ich glaube, die Welt von Final Fantasy XIV ist eh die gleiche wie von Final Fantasy XII. Ein Grund, die Rasse Viera kommt mit dem nächsten Add-on. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Verbindungen gibt. Und ich dachte nur, Final Fantasy XI wäre. Hier. Nein, warte. Ich seh nur den Teleporter hier gerade nicht. Aber hier ist doch einer. So. Wo war ich stehen geblieben? Naja, Final Fantasy XI war ja auch schon mit Final Fantasy XII verbunden. Alles klar, Liz. Bis dann. Viel Spaß beim Einkaufen. Kauf was für mich mit. Spaß. Mann mit Sturmfrisur. Besser kann man einen Typen nicht beschreiben, ne? Habe ich mal im Palast gearbeitet habe? Nein, zum Glück nicht. Am Ende hätte mich dieser wahnsinnige König auch noch in die Tiefe gestürzt, wie er es mit so vielen getan hat, die ihm nicht in den Kram passten. Ihre Todesschreie hallten täglich über den Platz der Verehrung.
Da kann ich mir Weiß Valga Besseres vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar in 2 Jahren das nächste Add-on in Dalmasca stattfindet. Aber vielleicht schon in diesem Add-on, was jetzt bald kommt. Weil die hauen ja alle 2 Jahre ein Add-on raus. Ich bin mal gespannt, ob sie es beibehalten. Die lassen sich wenigstens Zeit. Nicht so wie Destiny, die jedes Jahr neuen Content raushauen. Das ist einfach zu viel. Zu viel für so ein kleines Spiel. Man hat einfach keine Zeit. Und ich muss sagen, in Final Fantasy XIV hat man sogar Zeit für die ganzen Sachen, die sie liefern. Weil man ja zwei Jahre Zeit hat. In Destiny hat man nur 3 Monate Zeit, kommt schon neues Zeug. Da war ich wirklich überfordert am Ende. Du willst wissen, wie es früher hier war? Unter Theoderik, dem Tyrannenkönig? Alles klar, Vapor. Dir viel Spaß auf jeden Fall mit Pokémon. Und danke, dass du da warst. Okay, Killer. Dir auch dann noch viel Spaß bei Beat Saber. Und auch danke, dass du da bist. Zum Glück hat man von diesem widerlichen Kerl so gut wie gar nichts gesehen. Nur zur Vollstreckung der Todesurteile kam er aus seinem Palast gekrochen. Und am Ende nicht einmal mehr dafür. Man sagt, er habe Attentate gefürchtet. Ich bin einmal gefragt worden, ob ich nicht im Palast arbeiten wolle. Natürlich habe ich dankend abgelehnt. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, wenn du das schaffst. Aber mache ich ja nicht anders. Ich stream ja auch und bin dann meistens im Chat aktiv oder lurke noch ein bisschen. Obwohl lurken kann ich bei Liz nicht. Ich muss immer meinen Senf manchmal dazugeben. Es klappt nicht. Ich hab's versucht, mal nur zu lurken, aber es geht nicht. Irgendwann muss ich was schreiben. Du suchst nach Leuten, die während Theoderics Herrschaft für den Palast gearbeitet haben? Herzlichen Glückwunsch! Einer davon steht vor dir. Als junger Spund war ich bei der Palastwache. Immer der Letzte! Immer, egal bei welcher Mission, der Letzte, der ist immer der, den ich suche. Kein schönes Leben! Das kann ich dir sagen. Diese gequälten Schreie aus dem Palast jede Nacht. Wenn ich draußen vor dem Tor Wachdienst hatte. Zum Glück habe ich nie herausgefunden, was da drin vor sich ging. Es hätte mich wahrscheinlich um den Verstand gebracht. Wenn du die Nerven dazu hast, kannst du dich ja mal mit dem ehemaligen Sekretär Ernold unterhalten. Der wohnt hier gleich um die Ecke. Ich denke mal, egal wen ich als letztes angesprochen hätte, der hätte gesagt, unterhalte dich mit dem Typen, der weiß was. Damit man auch wirklich alle drei anspricht. Ernold. Ja, da bin ich wohl. Was willst du von mir, Mädchen? Ich stehe in ihm drin. Das Leben im Palast unter Theoderik? Oh weh. Diese schrecklichen Jahre versuche ich schon lange zu verdrängen. Aber ich schaffe es nicht. Vielleicht ist es mein Schicksal, zukünftige Generationen vor solchen Untaten zu warnen. Also gut, ich werde dir ein wenig berichten, dass Theoderik aus Angst um seinen Thron alle Mitglieder der Königsfamilie hinrichten ließ. Hast du vermutlich schon gehört. Aber nur die wenigsten wissen von den Gräueln, die er am Ende seines Lebens beging.
Da war ihm der Tod nämlich nicht mehr Strafe genug. Stattdessen befahl er seinen Taumaturgen, die Gefangenen in grausam entstellte Bestien zu verwandeln, die er dann in die Katakomben unter dem Palast stieß. Ihre Schreie hallen mir jetzt noch in die Ohren. So etwas Schreckliches darf nie wieder geschehen. Nie wieder soll uns ein König regieren. Wow. Naja, ein König kann man sich nicht aussuchen, ne? Aber ganz ehrlich, wenn es keinen Nachfolger gibt, keinen Erben, dann gibt es auch keinen König. Dann kann kein König regieren. Obwohl, es kann jemand Anspruch auf den Thron erheben. Nur wie das dann vonstatten geht, habe ich keine Ahnung. So, da wären wir wieder. Dann lasst uns mal zusammentragen, was wir herausgefunden haben. Ich werde den Anfang machen. Der ist leider nicht sehr erbaulich. In den galäischen Aufzeichnungen war nämlich kein Hinweis auf den angeblichen Schatz des Tyrannen zu finden. Es könnte natürlich sein, dass man den Fund absichtlich nicht dokumentiert hat. Allerdings kann ich mir keinen schlüssigen Grund vorstellen, warum die Besatzer das hätten tun sollen. Konntest du etwas in Erfahrung bringen, Murasaki? Theoderik hat seine Taumaturgen befohlen, die gefangenen Mitglieder der Königsfamilie in Bestien zu verwandeln und sie dann in die Katakomben unter dem Palast gestoßen? Als Wachhunde für den Schatz. Und die sind da immer noch. Das passt zu dem, was mir ein alter Mann in Alagiri erzählt hat. Der meinte, es hätte eine Art Verlies unter dem Palast gegeben. Von Bestien erwähnt er allerdings nichts. Berichte der Galea ebenfalls nicht. Ob dieser Arnold Murasaki einfach nur Angst machen wollte? Ne. Ganz bestimmt nicht. Die Furcht stand ihm ins Gesicht geschrieben. Dann hat er vielleicht die Wahrheit gesprochen. Aber zum Schatz führt uns diese Information trotzdem nicht. Vielleicht doch. Aber bevor ich euch meine Theorie verrate, möchte ich erst etwas klären. Wieso bist du hinter dem Schatz her, Arnold? Verrate uns den wahren Grund dieses Abenteuers. Eine berechtigte Frage, also gut. Wie ihr wisst, war mein Vater ein Galeer. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich für meine Mutter nicht gerade ein Wunschkind war. Lass mich raten. Ups. Der Galeer hat sich an seine Mutter vergangen und wurde dadurch schwanger. Oder? Also, als ich dann das dritte Auge bei mir heraus zu bilden schien, hat sie es nicht mehr ausgehalten und ein Messer gezückt. Seitdem trage ich die Gesichtsbemalung. Sie verdeckt die Narbe. Anscheinend warf sie mich raus und ich schlug mich allein in den dreckigen Gassen von Alamigo durch. Betteln, stehlen, erpressen war nicht gerade eine ruhmreiche Zeit, das kann ich euch sagen. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin einfach raus aus der Stadt. Habe mich einer Gruppe von Flüchtlingen angeschlossen, mit der ich den Wall überquerte und irgendwie beim Bund der Morgenröte landete. Den kenne ich aber erst seit kurzem. Was hat er in der Zeit gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ich weiß, was es heißt, arm und verzweifelt zu sein. Wer keine Perspektive hat, ist zu allem bereit. Wir werden die schlimmsten Verbrechen für eine läppische Krumme Brot begangen. Armut ist Alamigos größter Feind und ich will sie bekämpfen mit dem Schatz. Oh Gott. Wie geil. Der will echt einen Schatz holen und den in der Stadt verteilen. So eine Art Robin Hood. Nur, dass dem Schatz halt keiner mehr gehört. Weil es gibt ja noch nicht mal mehr eine Regierung. Normalerweise gehört der Schatz ja dann der Regierung. In dem Fall gehört es niemand. Danke für deine Offenheit. Jetzt bin ich mir sicher, dass du eventuellen Versuchungen widerstehen wirst. Also gut, das ist beschlossen. Der Schatz wird gespendet. Wir lassen uns mit spannenden Abenteuern entlohnen. Ich dachte eigentlich, der würde den Schatz haben wollen. Dann lasst mich euch jetzt verraten, wo ich den Schatz des Tyrannen vermute. Nehmen wir Sushi. Ich verkaufe es eben, weil ich nie Essen benutze, um mich zu buffen.